Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei God of War und Sohn. Und Atreus dreht ein bisschen am Rad, seitdem er erfahren hat, dass er auch ein Gott ist. Und wie versprochen werden wir... Oh, was ist das denn? Kann ich da was? Nö. Wie versprochen werden wir jetzt da hochkraxeln? Jetzt bin ich aber gerade doch verwundert, dass ich hier jetzt was entdecke, was ich beim letzten Mal nicht entdeckt habe. Erstmal das Dingen. Und dann aber... Wieso ist denn da eine Kette da oben? Waren wir da noch nicht? Sind wir noch nicht hier gewesen? Ich bin gerade leicht verwirrt. Wie hart? Komisch. Die Post, die ich in der letzten Folge erwähnt hatte, ist auch noch nicht gekommen. Es kann also auch wieder in dieser Folge sein, dass es an der Tür klingelt. Kann ich ja nicht einfach rüberhüpfen? Nee, kann ich nicht. Ah. Ne, das könnte also passieren. Hey, es hat wohl diese Fackeln angezündet. Die Toten brauchen keine. Augen offen halten. Nein! Was? Ja, komischer Kampf. Da ist aber noch einer, oder? Oh. Oh, das habe ich aber nicht. Das habe ich aber nicht gefeuert gerade von Atreus. Das hat er selber. Langsam wird's öde. Das hat er langsam selber gemacht. Parieren seine Angriffe kann die Abwehr durchbrechen. Okay. Haben wir letztes Mal diese Kette hier vergessen? Kann das sein? Verstehe ich nicht. Also ob wir da jetzt so einen großen Vorteil rausgekriegt haben. Naja, wo war ich eben? Ja, Postbote, ne? War noch nicht da. Kann also sein, dass ich die Aufnahme kurz unterbrechen muss. Ja, es war sogar eine gratis Same-Day-Delivery. Da habe ich einfach gemacht und dann, ja, dann kommen die irgendwie zwischen 18 und 10 Uhr oder so. Jetzt haben wir 18.55 Uhr. Kann also jederzeit sein. Oder eben auch gar nicht. In der Aufnahme jetzt. Ach, hier sind wir doch. Hier waren wir, natürlich. Oh ja, dieser Raum. Aber wie kommen wir raus? Was? Links von dir! Vorsicht! Okay. Nein, ich wollte eigentlich die Klingen. So, der hat gesessen. Der auch. Das nehme ich schon mal. Was blockst du mich, hm? Warum blockst du mich, du Ratte? War's das? Krassheit, wann macht er das? Das ist so eine Special-Attacke, wenn ich Dings gedrückt halten soll oder nicht. Okay, warte, wir müssen nochmal hier wechseln und dann... Zurück. Wieso schießt der denn nicht? Atreus? Atreus, hier. Halt! Sag mal. Atreus, was stimmt nicht mit dir? Warum macht er das? Hä? Ist hier irgendwas... Ist er verbuggt oder was? Halt! Atreus, komm mal bitte mit.
Ich gehe jetzt mal ein Stückchen weiter weg. Mal gucken, ob er mitkommt. Nein, er kommt nicht mit. Was ist das denn? Ist er jetzt eigenwillig geworden, weil er ein Gott ist oder wie oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Der schießt von alleine die ganze Zeit. Ist hier noch irgendwas? Hängt hier irgendwo noch ein Gegner fest oder wie? Vielleicht hängt der auch in einem Kampf drin. So, wir schauen mal. Ja, okay. Hast du dein Training vergessen? Oh, meinst du mich? Dachte, dir gefällt mein Ton nicht. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Was ist das denn? Spontane Pubertät bei Atreus eingesetzt hier. Das gibt's doch nicht. Haben wir das schon gemacht? Ja, ich glaube schon. Dann können wir das jetzt machen, Atreus. Ja, sehr gut. Ich dachte schon, aber es hätte ja gepasst, ne, dass er so bockig ist und dann jetzt überhaupt nicht mehr mitkämpft oder so. Wäre lustig gewesen, war aber nur ein kleiner Bug. Weil der Gegner da wahrscheinlich noch hing. Oh, das ist ein Sammelgegenstand, ne? Hoch die Tassen und Becher gefunden, 3 von 6. Sehr gut, aber gerade auch nicht so wichtig. Nun denn, wir müssen irgendwo in diese Richtung schlawenzeln. Müssen wir jetzt runter oder müssen wir jetzt? Ne, wir müssen eigentlich in diese Richtung schlawenzeln. Runter oder hoch wollte ich gerade fragen, aber das hat sich ja erledigt. Wir müssen hier außen rum gehen. Ah. Was konnte man da nochmal machen? Ah, genau das. Ah, und so kommen wir dann auch weiter hier. Ist das ein Aufzug? Jo. Auf ins neue Gebiet. Weiter zum Gipfel gehen. Geilo. Oh. Nimmt gut Fahrt auf. Du musst mich Dinge lehren. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest. Und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklinge? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Einen ist gut. Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Huch. Boah, wie hoch geht denn dieser Aufzug hier? Oh, ich glaube, es wird heller. Krasser Aufzug, richtig krasser Aufzug. Junge! Hinter mir, echt? So, mach mal den schon mal weg. Aua. Ich
lerne was? Du lernst hoffentlich aber dafür umso mehr. Weil das musst du, glaube ich, gerade jetzt sehr viel lernen, Atreus. Die Einstellung, die du da fährst, ist echt schlimm. Schlimm und böse. Na gut, wir haben hier mehrere Optionen, wie es aussieht. Wir können die Dornen wegmachen, wir können da hoch. Oh, was ist das denn? Ah, ein Wind. Wir haben einen Wind hier, okay. Ich muss mich jetzt erstmal sortieren und schauen, was wir überhaupt machen können, weil das sieht nach mehreren Optionen aus. Seid gewarnt! Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenstöcke. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Erzählt mal. Was ist denn das? Ist ja noch einer? Nö. Mach mal so. Okay, das geht hiermit nicht. Dann müssen wir es so machen. Aber das ist ja auch nichts Besonderes. Ich glaube, die Kristalle hier bringen nichts. Die sorgen nur für ein paar Explosionen. Hier müssen wir weiter. Guck uns an. Das heißt, wir können uns hier hinten noch ein wenig austoben. Dann machen wir erstmal hier die Dornen weg. Und hier haben wir den Wind. Ach nee, den Wind haben wir da und den müssen wir darüber schleppen. So. Okay. Was hat denn das gebracht? Hat das überhaupt irgendwas gebracht? Haben wir hier noch was? Nein. Dann kommen wir wahrscheinlich hier hoch, oder? Ach nee, nur Atreus. Dann kann er uns aber die Kette runterwerfen. Dankeschön. Okay, was haben wir denn hier oben? Wir haben hier ein... Was ist das? Ach so. Na gut. Ah. Atreus kommt angestapft und wird es hoffentlich lesen können. Was steht da? Da steht, wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine... Weggehen, ich habe es wirklich gesagt, dass man sagt, was ich tun soll. Kostbar. Wir haben ihn geweckt. So. Wo ist denn Atreus? Da. Ah, guck mal, da oben. Na, das war ja super. Konzentration, Konzentration. Jetzt gibt's ein paar auf die Omme. Flog da ein Gegner? Den würde ich gerne mitnehmen.
So, hier ist doch noch was. Ah, sieh mal einer, guck. Ja, beim Treffen habe ich es gerade nicht so. Aber wir werden diesen Kampf wohl überleben. Sind die mit Licht vielleicht besser dran? So, einer ist weg. Wo ist der andere? Da. Puh. Die kam etwas überraschend noch hinterher. Ah, mein Bart kitzelt. Ah, Moment. Was ist das denn? So, weggehen nicht. Hoffentlich hat sich das Wecken gelohnt. Wir hatten ja auch gar keine andere Chance mehr. Oder hat Atreus ihn geweckt? Ah. Wind. Ja. Wie kriegen wir denn jetzt den Wind? Dann muss hier doch wieder irgendwo so ein Zwischenstationsgedöns-Dingens sein. Wo wir den Wind reinballern können, oder? Was meinst du? Das muss hier doch irgendwo sein. Gucken nochmal unten. Ah, wir können einfach runterhüpfen, okay. Ist hier vielleicht oben irgendwo was Windiges versteckt, womit wir dann so eine Zwischenstation erstellen können? Warum ist das? Warum haben wir da überhaupt... Oh, das ist noch Leben. Warum mussten wir den überhaupt hier reinpacken? Warum? Der war hier drin. Hier war er drin. Versteckt, hinter einer Wand. Dann konnte man den da reinpacken. Was hat er bewirkt? Und wenn wir hier lang gehen, dann nützt es nichts, oder? Hat dieses Podest vielleicht irgendwas zu bedeuten? Nee, gar nichts. Da stand nur dieser Tünnes drauf. Ja. Ja, gut. Das bringt ja nichts, außer dass es alles zum Explodieren bringt. Den haben wir noch nicht ausprobiert, aber ich glaube auch nicht, dass der was macht. Nee. Na gut, na gut, na gut. Irgendwie wird dieses Rätsel doch zu lösen sein. Ihr erinnert euch, wir haben schon öfters mal ein wenig nachgedacht und dann war es gar nicht so schwer. Da ist Atreus durchgekraxelt, hat uns die Kette runtergeschmissen. Dann sind wir hierhin gekommen, dann kam der Troll und dann haben wir hier schon... Was ist das hier überhaupt? Ah, fette Seilwinde, aber war auch echt hoch hier. Ja, 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 ja. Irgendwas mit der Axt hier Seile durchtrennen oder so? Nee, ne? Überhaupt nicht. Da hing nochmal so ein Feuerdingens dran. Hier muss ein Wind rein. Oder nicht? Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Windhalter-Ding. Aber der Wind hängt da unten. Der hängt ja irgendwie so hier, da. Kann ich da vielleicht von hier? Aber das macht ja gar keinen Sinn. Nö. Aber ich kann doch nicht innerhalb von 10 Sekunden diese Dings hoch. Oh, weia, was haben wir denn hier für ein Rätsel? Es müsste ja, wenn irgendwie so eine Zwischenstation da wäre, müsste die auch irgendwie so sein, dass man die von hier oben auf jeden Fall erreichen kann. Ich
Ich meine, ich kann mal runtergehen und diesen Wind holen, aber das kannst du echt vergessen. Das wirst du vergessen können. Ne, siehste? Wir brauchen viel zu lange, um hier hochzukommen. Viel zu lange. Das kann man vergessen. Wir müssen irgendwie den Wind wo zwischenspeichern. Aber wo, verdammt? Oh, das fuchst mich ja jetzt, ne? Und den nochmal hier reintun. So. Macht das vielleicht irgendeinen Unterschied da oben? Nee, ne? Nee, warum sollte es auch? Und wir kommen nach wie vor nicht dran. Ah, das ist ja verfuchst hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will das jetzt lösen. Ich will das jetzt lösen. Kommen wir eigentlich wieder runter? Oh, nee, versperrt. Wir kommen wieder runter, aber nicht jetzt. Oder wir können das jetzt noch gar nicht lösen. Das kann natürlich auch sein. Ist hier vielleicht irgendwie ein Durchgang? Nee. Nee, das bringt ja nichts. Ist es vielleicht nur ein Fake oder sowas? Guck mal, cool, haben wir noch gar nicht hochgeguckt. Also ich sehe jetzt gerade nichts, was wir hier irgendwie bezwecken könnten. Vielleicht seht ihr ja was und schreit gerade euren Monitor an, aber ich sehe nichts. Gar nichts. Jetzt haben wir hier natürlich die ganze Zeit rumgedödelt. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn nicht, auch gut, dann weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Vielleicht löst sich das Rätsel auch durch weiteren Fortschritt hier in diesem Level. Das kann natürlich sein, ne? Hier müssen wir lang. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Genau, die Folge ist vorbei. Deswegen werden wir hier jetzt einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Ich freue mich immer sehr darüber. Und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Folge, die da wohl morgen erscheinen wird. Habt noch einen schönen Resttag. Kann man ja so sagen, ne? Ich weiß ja nicht, wann er für euch angefangen hat, aber ein Rest wird noch da sein. So oder so. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht es gut. Bis morgen dann. Ciao.